So, heute sind wir auf den Spuren einer alten Schule hier in Fürstenberg. Das war die Schule 27. Und die ehemalige Schule wurde umgebaut zu Wohnungen. Und hier gibt es noch eine Hinterlassenschaft. Und zwar einen alten Lenin-Kopf. Einen recht großen. Da stand noch ein Sockel. Und jetzt wurde er halt irgendwie vergessen und ins Gebüsch gepackt. Irgendwann mal soll hier irgendwo stehen. Vielleicht finden wir ihn. Mal gucken. Bis gleich. Ich warte jetzt drauf, dass du sagst, da geht's nicht weiter. Geht's weiter oder nicht? Nein! Warum sagst du, dass es hier nicht weiter geht? Ich bin frei. Ich glaube, das. Vorsicht, du bist da total. Ich glaube, das wird ein Reinfall. Oh mein Gott. Von der Natur geboren. Das ist nicht das Grundstück. Ja, mach einfach Foto. Hier ist der Kopf. Wir haben ihn gefunden im Gras. Der stand halt mal auf einem großen Sockel, ne? So richtig Monolith. Die Nase ist schon ab. Und er hat ein kleines Loch im Kopf. Und die Augenhöhlen sind auch nicht mehr da. Pupillen meine ich. Ja. Du müsst dich mal daneben stellen als Größenvergleich. Ja. Dann sieht das auch gut aus. Dann sieht man mal die Schule im Hintergrund. Ne? Das Profil, ne? Also das war dort quasi mal die alte Schule, dort auf der Seite, wo jetzt quasi die Wohnungen sind, ne? Da sieht man auch schön die alten Säulen dahinter. Von dem ehemaligen Gebäude. Ja. Gut. Haben wir es doch entdeckt. Und das ist ziemlich groß. Und du, Oma, bleib Oma daneben stehen. Gut, das war's. Ab zum nächsten, würde ich sagen. Hier.
okay, wir haben alles gesehen. Wir können jetzt wieder fahren. Siehst du eine Jacke an? Ja. Muss mal aus. Ja, eben habt ihr schon gesehen. Sind wir quasi auf diese schöne Ehrenhain zugefahren. Das ist quasi ein Überbleibsel von dem Motorenschützenregiment, was hier mal stationiert war. Das ist quasi ein offizielles, ja, Denkmal sozusagen, ne? Hier direkt an der Straße gelegen. Kann jeder normal reinfahren, sich das anschauen. Krass, dass es noch so erhalten ist. Und auch ganz schön groß, muss ich mal sagen. Wir hatten im Vorfeld schon mal geguckt, so ein bisschen, was so diese Inschriften bedeuten, aber es ist so viel, das können wir jetzt hier alles jetzt live vor Ort nicht sagen. Ja, das werden wir euch am besten mal... Wir können es auch nicht vorlesen, weil wir kein Kyrillisch können. Aber wir blenden euch das gleich mal in einem Video. Okay, ist nochmal vielleicht interessant zu sehen, wie so eine Tafel aufgebaut ist von hinten. Relativ simpel. Hier ist auch nicht mehr so schön verziert, aber hier haben sich auf jeden Fall einige. So, haben wir jetzt wohl nochmal eingeritzt. Vielleicht kurz vorm Abzug oder 88, schon ein bisschen eher, ich glaube so bis 94 sind die meisten sowjetischen Truppen abgezogen. Vielleicht haben die sich hier ab und zu mal getroffen. Aber zu mal getroffen, hier hinter der Mauer vielleicht mal heimlich eine geraucht, ich weiß es nicht. Und sich hier dann ein bisschen eingetragen. Ich weiß nicht, ob das nur jetzt die Namen sind oder irgendwelche anderen Sachen. Ja, auch krass hier, ne? Hier der Baum, der modert schon so vor sich hin. 88, da auch nochmal. Auf jeden Fall Stahlbeton. Dann gehen wir mal zum nächsten. Ne? Aber schon ein schönes Zeitzeugnis. So. Wow. Ich glaube, das hat ein bisschen was mit Landwirtschaft und Erträgen und sowas zu tun. Zumindest sieht es auf den Abbildungen so ein bisschen so aus. Ich sehe hier Strommasten, da sehe ich Raketen, irgendwelche Tanks. Ich hatte hier hinten gesehen, dass hier halt so Getreide und Ähren sind. Milch. Ja, ist die Rüstung. Ne? Abbau. Also,
genau. Schon rein. Aber ich gehe auch noch mal einmal lang und filme das noch mal ein bisschen direkt. Er hat gesagt, hier hinten ist auch noch was zu sehen auf der anderen Seite. Hier ist was zu sehen. Oh. Das sieht aus wie Bilderrahmen, ne? Da waren bestimmt mal, weiß ich nicht, vielleicht so Porträts, wie wir sowas schon mal gesehen haben. Mhm. Genau. Stimmt, also hier sieht man, dass irgendwas fehlt. Vielleicht finden wir da im Internet noch mal ein anderes Bild, wo man das noch im Originalzustand quasi mal hier sieht man noch findet. Ach so, irgendwelche Rahmen, ne? Stimmt, das ist noch so reingenagelt. Ist auch noch ein bisschen Rahmen. Mhm. Hier steht eben auch noch mal was. Ach, und ist das? Lenin. Unweit von dem Ehrendenkmal, was wir uns eben gerade angeschaut haben, gibt es noch so was Ähnliches. Das ist auch ein Ehrendenkmal. Und das ist halt ein bisschen weiter weg, kann man auch nur zu Fuß hin. Also darf man nur zu Fuß fahren. Beim Fußbus, der Fußbus fährt immer, genau. Ja, Waldweg. Ich meine, der Weg an sich ist gut, der ist betoniert hier schön. Hätten wir lang fahren können, aber es ist halt ein Waldweg. Und die Einfahrt ist verboten. Machen wir auch nicht. Ja, gehen wir jetzt, ich glaube, 1,5 Kilometer, ne? Hin, eine Strecke. Und ja, dann müssen wir eigentlich auch direkt da sein. Mal gucken, was uns da erwartet. So, jetzt kommen wir schon mal so zur ersten Lichtung. Zumindest sah es gerade so aus. Wir könnten uns von da oben einen Überblick verschaffen. Sag ich's. Ist weit und breit noch nicht zu sehen. Oh. Es zieht sich. Irgendwie zieht sich's. Und es bezieht sich's auf jeden Fall. Wo hast du denn deine Jacke? Ich habe 2 Jacken an. Okay. Aber keine Regenjacke. Nein. Eieiei. Wo ist sie denn? Erzähl uns das doch mal. Im Koffer, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dass wir hier heute nochmal wandern gehen. Okay. Ja, letzter Urlaubstag. Abreisetag, unsere ganzen Sachen sind bereits schon im Koffer, im Auto verstaut. Da wir noch ein bisschen Zeit hatten, bevor wir nach Hause fahren, haben wir uns noch mal so 1-2 Sachen rausgesucht, die wir da angegangen sind. Und dann wird es gerade stürmisch. Und es zieht sich auch ein bisschen zu. Ah, da luschert doch schon was durch. Schon so verblichen, ne? Auf den Fotos sah das echt noch gut erhalten aus. Leider sieht man jetzt nicht mehr so viel. Aber wir haben es gefunden. Da ist es. Das ist wie so ein Kreuz von oben, ne? Oder so ein Stern. Hier sieht man. Da stand aber auch noch was drauf. Ja, ganz leicht die Inschrift noch. Ein bisschen was erkennen, ja, stimmt. Hier auf jeden Fall irgendwelche Panzer. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist ein Kampfjet zu sehen. Kampfjet und Stern. Sowjetische Stern. Oh, man so ja.
Aber echt hier so mitten im Wald, ne? Im Gebüsch einfach. Auf dem Satellit kann man das eigentlich ganz gut erkennen. Kann man besser erkennen? Cool. Ja, doch. Ah, ist dann wieder raufgesprüht. Stempel. Also da distanzieren wir uns absolut von diesen Schmierereien da unten. Wie so eine Radarantenne, ne? Genau, also das Bild hatte ich, das war das, was ich gesehen hatte, jedenfalls im Internet, dass es noch ganz gut erhalten ist auf diese Schmierereien, die jetzt da drauf sind. Guck mal, hier ist auch jemand zu erkennen. Mhm, genau, auch von dieser Einheit, ne? Da auch, ja. Ja, so ein bisschen kann man sich so zusammenreihen. Ja. Es war immer rechts, links ein Bild und rechts stand irgendwie was, ne? So wie auf der anderen Seite auch schon. Wenn wir da ein, zwei Infos noch zusammentragen können, dann blenden wir ja auch noch Originalbilder. Genau. Genau, auf der Seite sieht man auch noch ein paar Inschriften, aber wirklich fast gar nichts mehr, verwittert. Das war auf jeden Fall ein Panzerfahrer. Ja, der hat die Mütze auch, die Panzerfahrermütze, und im Hintergrund sieht man auch noch Panzer, ne? Ja, das liegt, glaube ich, an dem Standort hier, dass hier so nicht solche Übungen gemacht worden sind. Ich meine, die Bäume hier, die sind ja alle nicht mega alt, vielleicht war das auch hier so ein Panzerübungsplatz. Nehme ich mal an, das würde auch die Krater erklären. Ja, auch diese Freifläche. Ein bisschen Symmetrie erkennt. Ich glaube, viel mehr ist hier auf dem Gelände auch nicht. Das ist alles schon abgerissen. Ich weiß gar nicht, ob hier nochmal was oben drauf stand. Das sieht irgendwie so ein bisschen so aus, als wenn nochmal irgendwas oben drauf war. Ja. Ja, hier ist so eine Rille drin und ja, so eine Haken. Auch. Kann aber auch sein, dass es halt irgendwelche Platten sind, die die benutzt haben, ne? Betonplatten. Jo. Gut, dann gehen wir wieder runter. Und dann machen wir nochmal ein paar kleine Bilderchen hier, wenn wir schon mal hier sind. Ja, auf jeden Fall findet man in Brandenburg doch reichlich diese Denkmäler. Gut, dann werden wir uns jetzt auf den Heimweg machen und wünschen euch noch viel Spaß, noch einen schönen Tag. Schönen Tag. Schönen Morgen, und schönen Mittag, schönen Abend. Genau, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Genau, und hoffen, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Tschüss. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.